Nice, cool, dass du Zeit hast. Stell dich mal ganz kurz vor, wer bist du? Ich bin Fabian, bin 15 Jahre, komme aus Saarland und spiele Fortnite. Dein Ingame-Tag ist Derox, richtig? Richtig. Okay, pass auf, du hast heute auf jeden Fall einen großen Erfolg hinter dir gehabt. Was ist genau passiert? Kannst du das schon mal so ein bisschen zusammenfassen für uns? Also, ich habe heute 6 Spiele gespielt bei der Fortnite-WM. Eigentlich ganz gut gespielt. Hätten halt besser spielen können, weil wir 2 Runden so gegrieft wurden, aber und wir wurden 8er von den 50 Duos. 8er jetzt heißt insgesamt bei 50 Leuten, ich habe eben schon auf Twitter gesehen, 375.000 hast du jetzt selber mit nach Hause genommen, ist richtig, ne? Ah ne, aufgeteilt. Aufgeteilt, das heißt nochmal durch 2 geteilt quasi, ja. Aber trotzdem ziemlich nice. Hast du schon einen Plan, was du mit dem Geld machen möchtest? Das meiste halt sparen, bis ich 18 bin, vielleicht ein Auto und so, jo. Standard so. Auf jeden Fall richtig, also nicht direkt ausgeben, ne? Muss noch Steuern sowas runterkommen. Ist halt Deutschland, ne? Weißt du schon, was du nach der WM machen wirst? Wird sich dein Leben jetzt irgendwie krass verändern oder? Ne, ich würde immer noch Fortnite weiterspielen und eine Schule machen. Ja, so machst du Schule auf jeden Fall zu Ende. Ja, mach ich zu Ende, ja. Was sagen deine Eltern zu der ganzen Geschichte? Sind die da unterstützend? Ich meine, hier muss ja jemand mit hingekommen sein. Ja, die unterstützen sein, ne? Und sind halt auch stolz. Ja. Krass. Habt ihr eben schon ein bisschen gefeiert? Ja, ein bisschen. Geht ihr wahrscheinlich heute Abend nochmal was essen oder so, ne? Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr geil. Cool. Ist Fortnite das erste Spiel, in dem du so als E-Sportler irgendwie auftrittst und erfolgreich bist, oder? Ja, erstes Spiel, weil davor war ich ja noch viel zu jung. Aber ich war auch nicht so wirklich richtig gut in einem Spiel davor. Was hast du vorher so für Spiele gespielt? Minecraft, Call of Duty. Ehrenmann. Das Standardprogramm in Deutschland. Ja, ja, okay. Ja. Nice. Du stehst jetzt noch quasi am Anfang deiner E-Sports-Karriere. Kannst du das trotzdem schon so ein bisschen bewerten? Würdest du sagen, dass in Deutschland, Österreich und der Schweiz das Dasein als E-Sportler genügend respektiert wird und genügend unterstützt wird oder eher nicht? Ich würde schon sagen, ja. Ja? Ja. Okay. Hast du jetzt in den ganzen 6 Games irgendwie so einen persönlichen Nemesis? Also irgendjemand, der euch so geisteskrank auf den Sack gegangen ist, irgendwer, der euch richtig genervt hat? Oder du hast gerade gesagt, ihr wurde 2-mal weggegrieft. Gab es da irgendwie so einen Moment, wo du gedacht hast, es kann doch nicht sein jetzt? Ja, in dem einen Spiel, ich glaube, das war in Australien. Die hatten nach 3 Spielen 0 Punkte und wir waren in den ersten Kills. Die haben uns halt aus der Zone rausgepusht, also im Sturm. Aha. Und da habe ich einen Hass gespürt. Okay. Wie ist denn das generell, wenn du so onstage bist? Und ich meine, heute im Stream glaube ich insgesamt 500.000 Concurrents, also Live-Zuschauer. Wie schwer fällt es einem da trotzdem noch ruhig zu bleiben? Man muss ja überlegen, also wenn ich jetzt da stehen würde, ich würde komplett die Bühne auseinandernehmen, wenn ich sterbe. Wie schwer fällt das einem tatsächlich? Also bei mir war es so, als ich da gespielt habe, habe ich das gar nicht so wahrgenommen eigentlich. Also hast du das komplett ausgeblendet? Habe ich ausgeblendet. Als wenn du quasi zu Hause gespielt hättest. Richtig. Nimm so ein bisschen die nächste Frage vorweg. Was heißt, die Live-Situation ist eigentlich für dich gar kein Problem? War heute nicht so. Okay. Habt ihr Kopfhörer gehabt, die auch komplett Noise Cancelling haben und sowas? Ja, die waren auch gut. Nice. Hattet ihr tatsächlich Gegner direkt links oder rechts von euch neben euch sitzen, mit denen ihr in-game irgendwie in Kontakt gekommen seid oder sowas, oder das ist gar nicht passiert? Gar nicht passiert. Und ich könnte mir halt schon gut vorstellen, wenn euch halt jemand rechts von mir wegholt, dass ich auf jeden Fall aufstehe und dem die Schnauze hole. Wie gefällt dir New York bis jetzt? Hast du ein bisschen Zeit, in die Stadt anzugucken? Ja, also ich bin eigentlich jeden Tag rausgegangen, ein bisschen angeguckt. Wieso, du bist du nicht qualified, ne? Leider nicht. Woran hat es gelegen? Kannst du das schon sagen? Manchmal Pech gehabt. Wie findest du das ganze Qualifikationssystem? Findest du es nice, dass jeder quasi die Möglichkeit hat und es quasi fast random Lobbys sind, die halt zum Schluss immer besser werden, oder würdest du es lieber anders handhaben? Würde ich anders handhaben. Was würdest du anders machen? Dass die besten 100 von den Semifinals ins Custom Games gehen und dann halt die ersten 5 oder so. Damit es halt nicht so RNG ist, wie es jetzt vorher war, ne? Finde ich auf jeden Fall besser. Okay, nice. Planst du denn, tatsächlich ist das auch ein bisschen weit vorweggegriffen wahrscheinlich, ich meine, du bist jetzt 15, aber planst du trotzdem in deiner E-Sport- und Online-Karriere irgendwie noch ein zweites Standbein in der Offline-Welt aufzubauen, also irgendwie tatsächlich mit dem Geld da irgendwas zu machen, ich weiß nicht. Alle haben irgendwie einen Energy Drink oder sowas. Oder erstmal nicht drüber nachgedacht. Okay. Wie sieht es bei dir mit Streaming und YouTube aus? Hast du Bock drauf? Ich glaube, ich streame noch New York mal ein bisschen. Schaust du dir manchmal andere YouTuber und Streamer an? Und wenn du sie anguckst, hat das irgendwie für dich einen Lerneffekt oder ist einfach nur pure Content und Unterhaltung? Ich würde pure Content sagen. Also um halt Unterhaltung zu kriegen und so, ja. Eine ganz wichtige Frage: Warum ist Trimax so bad? Ich weiß nicht. Kann man sich nicht erklären, oder? Würdest du sagen, du bist mehr Content Creator oder doch mehr Pro Player? Mehr Pro-Player. Okay, sehr geil. Gut, letzte Frage. Hast du so einen Trainingsplan? Und wenn ja, wie sieht der aus? Also wie viele Stunden am Tag zockst du und was machst du dann genau? Das entscheide ich immer selber. Ich habe keinen Trainingsplan. Wie viel ich Bock habe, spiele ich einfach. Was sind das so für Sachen? 1v1s und was noch? Manchmal Arena, aber nicht viel und Customs. Was ist mit so Rotation-Maps? Machst du auch oft oder eher weniger? Ja, aber nur on-stream so eigentlich. Also jetzt gerade, glaube ich, fürs Ende halt ganz gut gewesen, ne? Ja, dope, Digga. Vielen, vielen Dank dir und auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Danke. Dankeschön. Mach's gut. Ciao. Ciao.